Auf die Reise, Thomas ist übelst gut weggekommen hier auch. Kapion ist gut ausgekommen. What the give it all? Pass it over hard. Let me see you jump. Get down in the get down in the car. BTR TV. Madness on track. Get down in the car. But it suddenly came in there. Time to go, Gabby Goose. Hallo, liebe Simracing- und Rennsport-Fans, und ein ganz besonders herzliches Willkommen heute hier zur zweiten Station der Sandy Grand Prix Serie. Wir sind heute in Suzuka zu Gast, und da morgen ein Feiertag ist, ist das Rennen um einen Tag vorverlegt worden. Was wahrscheinlich die meisten gar nicht so mitbekommen haben, denn wir haben heute zwar ein kleines, aber sehr, sehr feines Feld am Start stehen und unser Tommy steckt da mittendrin. Schauen wir mal, wie es dem heute so ergeht. Wünsche ich euch mal ganz viel Spaß. Wie gesagt, ein kleines Feld heute. Es sind insgesamt nur 28 Fahrer, die sich heute angemeldet haben und deswegen gibt es auch nur einen Split. So, jetzt gucken wir mal, was das da für Leute sind. Oh nein! Heute also die zweite Saisonstation Suzuka, ein Kurs, der bei sehr vielen Fahrern sehr beliebt ist. Vielleicht hat er das nicht mitgekriegt. Wer weiß, ja. Also, weil die sind Namen... Paul Schwind, Uwe Zielbauer, Wolfram Kund, Sebastian Starke, Arnold Koch. Und insgesamt haben wir heute nur 8 Profis am Start. Barry West, den kennen wir, Costa, Saphiris, also die... Top-Leute haben das schon mitgekriegt, aber so von uns, Wolfram Fund, naja gut. Ein paar wenig Leute da, ne? Von uns. Wenig Leute da von uns. Trotzdem würde ich mal sagen, mit 20 F2-Fahrern ist das F2-Feld heute richtig gut besetzt. Haben wir auch heute Chris Roberts dabei, der das letzte Rennen auf dem Nürburgring so denkbar knapp gegen Cam Porter verloren hat. Wahrscheinlich so die F1-Leute da, die sind da engagierter und gucken da eher mal ins Forum rein, ne? Ja. Die anderen, die werden so einen festen Termin im Kalender haben. Ich glaube, unser Tommy hat das gar nicht so auf dem Schirm, dass das heute alles F2-Fahrer sind. Ich denke mal, der wird die meisten zu den F1ern zuordnen. 3000 i-Rating ist die Grenze zwischen Amateur und Profi. 38 Grad haben wir. Streckentemperatur, das ist ganz schön viel. Oben auch mal der aktuelle Stand der F2-Meisterschaft eingeblendet, obwohl das jetzt Auto Nummer 13 bin ich. Nach dem ersten Rennen noch nicht so viel Aussagekraft hat. Da diese Rennserie hier ja den offiziellen iRacing-Kalender nutzt, haben wir dieses Jahr wieder 12 Rennen und natürlich wieder 4 Streichergebnisse. Also lässt sich dann vielleicht erst nach dem dritten oder vierten Rennen eine Tendenz erkennen, wer hier um den Titel mitfährt. Tommy relativ vernünftig in die Saison gestartet. Schauen wir mal, die Saison ist lang. Da kann so einiges passieren. Robert mit dem neuen Outfit. Qualifikation ist schon in vollem Gange. Warum? Weil du ihm keins gemacht hast. Keith Hörner heute auch wieder am Start, hatte in den letzten Rennen eine gehörige Menge Pech. Dann haben wir hier Timothy Vandenberge, ein ganz, ganz schneller Fahrer, war letzte Saison nur einmal am Start, hat aber dort aufgezeigt, welches Potenzial er hat. Zumindest war er bei einem Rennen am Start, das wir übertragen haben. Und auch unser Tommy hier unterwegs. 49,2. Dritter Platz. Da sind aber so einige noch nicht über den Zielstrich gekommen. Warten wir mal das Ende der Qualifikation ab. Boah. Der Drittplatzierte ist eine Sekunde schneller als ich, alter Vater. Allerdings sind das absolute Profis. Tommy zählt hier zu den schnellsten Amateuren. Jetzt ist Jakob Ried auf Pole. Jakob Ried jetzt hier auf Pole Position. Schauen wir mal, was unser Tommy hier hinbringen kann. Er liegt derzeit immer noch hier auf Platz 5. Wohlgemerkt, wir sind hier im ersten Split. Sehr, sehr gut. Und jetzt noch mal eine Zeitenverbesserung. Vorläufig Platz 6. Sechster Platz. Super, Tommy. Super.
Wir sind hier in Sprint 1, 6. Platz ist top. Würde ich mal sagen, das ist doch gar nicht so schlecht bei 8 Profis, die hier am Start stehen. Sehr schön. Barry West hinter mir. 7. Platz noch zum Schluss. Ein Top-Qualifying vom Tom. 3. der Amateure hier nach Philipp Gottschalk und Timothy Vandenberge. Und die anderen müssen ja auch erstmal ins Ziel kommen. Timothy Vandenberge, Philippe Gottschalk, Kimo Viljakainen. Viljakainen. Was ist das für ein Name? Der Oi. Kannst du dem einen Schoko-Weihnachtsmann kaufen? Nee, der will ja keinen. Der will ja keinen, ja, genau. Ach so. Oh, jetzt geht hier der ganze Kokolores los. Ja, 48 Sekunden, Pat, so. So, Jarasch, was haben wir denn hier? Also 54 Liter, 56 ist drin. Patrick. So, ich liebe Laien, ein bisschen Funkstille am Anfang. Ich gehe jetzt ins Grid hinein. Ja. 7. Platz, gute Ausgangsposition hier. Eine Top-Ausgangsposition. Oh, und jeden Augenblick müsste dann auch gleich die Ampel erscheinen. Die Jungs müssen jetzt alle hier im Grid stehen. Alles Gute, Tommy. Danke, Patrick. I will do my very best. Wie immer. Hab ich nicht anders von mir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Und da ist die grüne Flagge gefallen. Auf geht die wilde Fahrt. Und da schert auch schon der Erste aus und rauscht hier quer durchs Feld. Da hinten sehen wir es. Unfall aber jetzt erstmal hier vorne. Juhu Rainer spitzenmäßig weggekommen. Hinter ihm Jakob Ried und Kimo Viljakainen. Direkt an Eugé Sambaloa vorbeigegangen. Auch unser Tommy hier recht vernünftig aus den Startlöchern gekommen. Kämpft hier mit Lukas Lodato. Hat allerdings einen Platz eingebüßt an Barry West. Wir schauen uns mal schnell den Startunfall unten im Replay an. Kostas Zafiris. Oh nein, wie unglücklich. Der vor ihm, der träumt, das ist der Bernd Dupont. So, und dann kommt der Kostas, kommt aufs Grüne. Oh, und der knallt ihm auch noch rein. Oh, ja. Was ein Unglück, ey. Aber ich glaube, das Auto ist schief. Sehr, sehr schade für Kostas. Muss jetzt in dem Feld hinterher fahren. Ich hoffe, sein Auto ist nicht zu schwer beschädigt. Auch Timothy Vandenberge hier konnte schon den Platz gut machen. Liegt hier auf P5 vor Felipe Casellas und es gab noch einen Zwischenfall weiter hinten, den wir uns unbedingt mal anschauen sollten. So, guck mal hier, Miguel Morland hier. Oh, da ist einer innen, Vorsicht. Ah! Da ist Chris Roberts innen. Also das war schon Netcode, muss man sagen. Schade, schade, Marmelade. So, und das führt dazu, dass sich der Miguel Morland hier dreht. Joe Walker dahinter steppert rein. Dann haben wir hinten Art McEwen. Geht bremst. Arc McEwen, genau, bremst. Und der Kieshörner haut den hinten rein. Ja, ja. Muss man sagen, mal wieder ein turbulenter Auftakt, der das Klassement hier kräftig durcheinander gewirbelt hat. Chris Roberts scheint da unbeschadet davongekommen zu sein. Tommy liegt hier auf P9 hinter Barry West. Ein super Start. So wie es aussieht, konnten alle Fahrzeuge weiterfahren, zumindest bis zur Box. Keiner hat hier das Rennen vorzeitig beenden müssen bisher. Trotz der Zwischenfälle sehr gut. Ein verheißungsvoller Start ins Rennen. Hier vorne alles wie gehabt. Juho Rainer vor Jakob Ried und Kimo Viljakainen mit einem Stück Abstand. Roger Zamaloa und Timothy Vandenberge rundet die Top 5 ab. Und jetzt hier Angriff vom Tommy innen, Barry West außen. Ein tolles Duell. Mal schauen, Seite an Seite geht es hier in die SS. Barry gibt sich da nicht geschlagen und kann hier nochmal die Oberhand behalten. Und direkt hinter Tommy lauert auch Lukas Lodato. Das ist der Barry. Der ist dann nur 0,4 Sekunden weg vom Tommy. Und wir hatten noch einen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen sollten. Sebastian Starke hier. Oh, alter Vater. Aber hier Notausgang gelingt. Hat vollends den Bremspunkt verpasst und hätte... Ach du Scheiße. Hätte beinahe den Bernd Dupont oder Miguel Morland abgeräumt. Aber sowas von. Wolfram heute hier P15. Ein super Start. Vor ihm Arnold Koch. Track Limits. Und auf P13 dann Robert Simkins im ungewohnten Ligier-Design. Robert fährt diese Saison im Ligier Classic Team und hat deswegen das Design auf seinem Fahrzeug. Sebastian Starker heute auch wieder am Start. Oh, und da geht einer fliegen mit Einschlag. Bernd Dupont, ein Neuling hier in der Serie. Das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Tom Varos geht da auch gleich vorbei.
dass es hart gleich in der zweiten Runde in Einschlag. Das wird sicher einen Reparaturstopp nach sich ziehen. Oh, hier Charlie Nettem sehe ich gerade 300er i-Rating. Da der nächste Dreher, da lag Bernd Dupont noch einmal. Ich sage, das Auto wird jetzt einen Schaden haben. Wir gucken uns seinen Unfall gleich nochmal an. So, aber das nicht so lustig ist hier, der Bernd Dupont kommt hier auf den Curb und ja. Da ist an der Stelle ist auch der Tati verendet. Ja, da verenden viele. Eine sehr unfallträchtige Stelle da unter der Brücke hier in Suzuka. Hier vorne alles beim Alten. Juho Reiner fährt hier eine schnelle Runde nach der anderen und hat schon, naja, ich will mal sagen, kaum Vorsprung. Die ersten vier ganz dicht beisammen sehen wir hier. Juho, Jakob, Kimmo und Oje. Dann mit 3,6 Sekunden Abstand Timothy Vandenberge, gefolgt von Philippe Gottschalk Castellas. Und Tommy hier auf P7 hat inzwischen Barry West überholt. Sehr gut. Allerdings drückt Barry von hinten gewaltig. Ist das vorbeigelassen oder was? Nach vorne über eine Sekunde Abstand zu Philippe Gottschalk Castellas. Und noch einmal eine Sekunde zu Timothy Vandenberge. Tommy muss sich aber eher nach hinten hier orientieren. Oh, Barry drängelt hier von hinten ganz schön. Inner Barry dann eine größere Lücke. Lukas musste abreißen lassen. Sein, dass er mehr Flügel hat als ich. Weil ich bin ziemlich easy an dem vorbei. Gut möglich, dass Barry hier ein anderes Setup mit mehr Anpressdruck fährt. Das Setup ist ja hier in der Serie freigestellt. Ich sehe hier in der Starterliste, heute haben wir ziemlich viele Deutsche am Start. Bernd Dupont ist auch ein Deutscher. Dann haben wir ja den Wolfram. Wir haben Uwe Zielbauer, Paul Schwinn, Sebastian Starke, Arnold Koch, unseren Tommy natürlich. Und sehr zu meiner Überraschung, Chris Roberts aus Kalifornien kann auch Deutsch. Von hier aus mal ganz herzliche Grüße nach Kalifornien. Kimmo macht jetzt hier Druck auf Jakob Ried von Juho Reiner, kann immer mehr abhauen. Und hinter den beiden, Orge Samaloa, ist da auch noch in Reichweite und guckt sich das Spektakel mit sicherer Entfernung an. Und nach dem Durcheinander der ersten Runde hat sich das jetzt hier alles etwas beruhigt. Hab da 100 Pro mehr Flügel als ich drauf. Man sieht es hier auch deutlich, Tommy kann auf der Geraden ein Stück wegziehen vom Barry. Nach vorne wird der Abstand auch Zehntel für Zehntel größer. Hinten auf P9 haben wir mal Lukas Lodato im Bild, direkt gefolgt von Daniel Galles auf P10. Daniel gehört hier zu den Profis. Dann haben wir hier Keith Hörner mit ein bisschen Abstand, 1,7 Sekunden dahinter, dicht gefolgt von Chris Roberts. Und der hat nur eine Sekunde hinter sich dem Robert Simkins im Schlepptau, der dann noch den Arnold Koch direkt mit sich führt. Hinter der Gruppe dann eine Lücke von über 2 Sekunden zum Wolfram, der direkt Alice Spice im Schlepptau hat. Hinter der Gruppe eine größere Lücke von über 2 Sekunden. Wolfram Pfund, Alice Spice und Nicolas Acosta. Alice Spice heute auch verhältnismäßig weit hinten gestartet von Startplatz 19. Die Jungs befinden sich jetzt in der vierten von 19 Runden. Da hat Wolfram auch nicht gerade den bequemsten Gegner im Nacken. Alice hatte ja auf dem Nürburgring auch einen schweren Unfall und war danach ziemlich aufgeregt über seinen Kontrahenten. Miguel Moorland haben wir hier mal im Bild, liegt hier auf dem 18. Platz nach seinem Zwischenfall am Anfang und hinter ihm Joe Walker auf P19. Dann haben wir auf P20 Sebastian Starke, P21 Kostas Zafiris, dessen Auto wohl doch nicht so schwer beschädigt war, wie wir am Anfang gedacht haben. Kann hier gut mithalten hier hinten mit den Jungs und dann auf 22 Arthur Kocan. Auf 23 Paul Schwind, 24 haben wir Uwe Zielbauer, auf 25 Tom Varos und 26 Bernd Dupont. 27 dann Charlie Nettem. Hier vorne alles beim Alten, Juho Reiner vor Jakob Ried und Kimmo Viljakainen. Ogier Zamaloa hat jetzt den Abstand zu den Jungs vorne wettgemacht und mischt sich jetzt hier vorne im Kampf ums Podium mit ein. Die Vierergruppe hier vorne fährt heute in der eigenen Liga. Die konnten sich schon über 5 Sekunden vom Rest des Feldes absetzen. Super aus, Tommy. Mehr als gut. Tommy hat inzwischen 0,7 Sekunden zwischen sich und Barry gebracht. Und weiter hinten im Feld hat man einen Zwischenfall, den wir uns mal anschauen. Nächster Incident hier. Arthur Kochen 2. Vorsicht beim Gas geben. Ja, Kochen. Ja. An der Stelle habe ich mein Auto verschrottet beim Gaststart. Der konnte weiterfahren. Oh, das ist natürlich echt ärgerlich so. Lukas Lodato hier im Bild verliert immer mehr den Anschluss nach vorn. Inzwischen über 3,5 Sekunden zu Barry West. Hat hier permanent Druck von Daniel Galles. Während hier vorne Timothy Vandenberge immer wieder ein super Rennen fährt. Liegt hier auf P5 in der Gesamtwertung und ist Führender in der F2-Klasse. Über 1,5 Sekunden Vorsprung auf Philippe Gottschalk Castellas, ein Franzose.
2800er Rating, der ist auch auf dem Weg zum Profi. Tommy und Barry, die haben sich da hinter ihm langsam wieder rangeschlichen. Tommy ist letzte Runde eine 1:49.9 gefahren, das ist fast eine halbe Sekunde schneller als die Jungs vor ihm. Sahne, ein tolles Rennen von unserem Tommy bis hierher. Aber wir haben ja jetzt erst ungefähr ein Viertel des Rennens absolviert, also da ist noch eine Menge Wegstrecke zu absolvieren. Barry folgt hier Tommy wie ein Schatten. Boah, der vierte ist 9 Sekunden weg, ey, das ist krass. Ja. Da vorne, das sind die absoluten Großkampen. Ihr habt ja gesehen, die vier Jungs hier, die fahren jedes Wochenende um Gesamtsieg im ersten Split. Das sind Aliens. 4800er Rating. Naja, ist ja fast eine Liga. Juho Rainer, unser Leader hier, 4800er Rating. Das ist doppelt so viel, wie der Tommy auf dem Konto hat. Der nächste hier 7500, Wahnsinn. Boah. 7500er Rating. Oh, Ruhe, Ruhe. Die ersten vier hier vorne fahren alle 1,48er Zeiten. Da kommt der Rest des Feldes hin. Ihr habt es gesehen, Tommy 1,49,9, eine super Zeit. Und wir hatten den nächsten Zwischenfall. Wir schalten direkt hin. Arthur Kochen. Und nochmal, ja, jetzt kommt die Stelle. Der wird auf dem Körper ausgehebelt und geht fliegen. Ja. Eieiei. Mit Einschlag. Bom, ach du Scheiße. Zum Glück nur leicht angedotzt und weiter geht's. Ja. Und bis auf Art McEwen, der sich schon in der Startrunde ausgelockt hat, weil wahrscheinlich das Auto doch zu sehr beschädigt war, haben wir alle Fahrer noch hier auf der Strecke unterwegs. Hinten Alice Weiss hängt immer noch hinter Wolfram fest. Ein tolles Rennen für unseren Wolfram heute hier. Hat vor sich auch noch Miguel Morland im Blick. Und wir hatten mal wieder einen Zwischenfall, den wir uns anschauen sollten. Nächster Insel, Sebastian Stark hier nochmal. Oh, Vorsicht. Oh, direkt in der ersten Kurve. Da sind ganz viele Zuschauer. Das ist peinlich. Ja, vor den ganzen Zuschauern, da meinst du. Ja, ja, die Masse, genau. Die werden genau jetzt toben da. Die werden die feiern. Nicolas Acosta da ein bisschen weit auf den Körper gekommen. Und schon ist Joe Walker da hinten dran. Und auch Costas Zafiris ist da noch in Reichweite. Die Plätze 18, 19 und 20. Tommy hat inzwischen seinen 7. Platz gefestigt. Nach hinten 1,2 Sekunden Lücke. Und auch hier vorne alles beim Alten. Juho Rainer vor Jacob Reed und Kimmo Viljakainen. Auf B4 weiterhin Ogier Zamalua. Und wir hatten mal wieder einen kleinen Zwischenfall, den wir uns direkt gleich mal anschauen. So, Wolfram Fund hier, da ist mal. Oh nein, Wolfram. Auch zu herzhaft in die Kurve reingegangen. Zur Freude der Zuschauer, die da stehen. Nichts passiert, außer Reifen gekocht und weiter geht's. Wolfram hatte bis dahin eigentlich so ein schönes Rennen, schade. Die ersten vier vorne fahren weiterhin 1,48er Zeiten, setzen sich immer mehr vom Feld ab. Juho Rainer vorne zwischen 2 und 2,5 Sekunden Abstand, das variiert immer ein bisschen. Ich denke mal, die Finnen werden hier in der Pro-Serie dieses Jahr den Titel wieder unter sich ausmachen. Und das wird sicher auch der Grund sein, warum sich hier nicht so viele Profis angemeldet haben. Sich jedes Wochenende von ein paar Fans verprügeln zu lassen, das ist bestimmt auch nicht immer so prickelnd. Die Jungs befinden sich aktuell in ihrer 7. Runde und zurzeit passiert gerade nicht so viel. Timothy Vandenberge hier auf Platz 5 fährt inzwischen ein einsames Rennen. Nach hinten 1,5 Sekunden und nach vorne über 8 Sekunden Luft. Und Tommy knabbert hier Zehntel für Zehntel den Rückstand zu Felipe Gottschalk-Castellas ab. Nach dem Berry ist auch eine Riesenlücke. Ja, 6 Sekunden. Positionen scheinen hier bezogen und gefestigt. Berry verliert hier, glaube ich, auch immer mehr den Anschluss nach vorn. Bin jetzt schon über 1 Sekunde. Joe Walker heute mal wieder ein verkorkstes Rennen, liegt hier auf P19 hinter Costas Zafiris. Die zwei Jungs gehören eigentlich ein Stück weiter nach vorne. Auch Alice Weiss auf P17, ziemlich weit hinten. Oh, und hier nach der ersten Kurve eingangs SS sehen wir noch die Rauchschwaden. Da hat es einen Zwischenfall gegeben, den wir gar nicht im Bild hatten. Wir schauen uns das gleich mal an. Wir sehen hier, Lukas Lodato ist hier weit zurückgefallen. Lukas Lodato hier. Was passiert hier? Oh, der kommt auch auf die Wiese gekommen. Aber echt viele, viele Fahrfehler heute. Ja. Zum Glück ist da nichts passiert. Nirgendwo eingeschlafen und weiter geht's. Nur ein paar Plätze verloren. Ja. Hier fahren wir mal mit Miguel Morland mit, für seine Verhältnisse auch relativ weit hinten, verfolgt hier Keith Turner, Lukas Lodato und Robert Simpkins, die hier im Paket unterwegs sind. Der Robert führt hier die Gruppe an.
Da hinten kommt auch Nicolas Acosta und Alice Baez. Jetzt hat sich hier das hintere Mittelfeld ganz schön zusammengeschoben. Die Jungs sind hier alle schön in einer Reihe unterwegs, aber so richtig angreifen tut hier eigentlich niemand. Ich glaube, der Einzige ist hier, schätze ich mal, Lucas Lodato, der dann seinen verloren gegangenen Boden wieder gut machen will. Ganz hier sehen wir auch mal Wolfram Pfund, liegt inzwischen auf P20. Nach vorne 5,5 Sekunden und nach hinten sind es auch 2,8 Sekunden. Alter, was tust du da? Hier ganz vorne die Jungs, alles beim Alten. Und Tommy greift jetzt an, geht hier außenrum an Felipe Gottschalk-Castellas vorbei. Ein tolles Überholmanöver, Wahnsinn. Damit liegt Tommy jetzt auf P6 in der Gesamtwertung und auf dem zweiten Platz in der F2-Wertung. Nur Timothy Vandenberge noch vor ihm, aber der ist schon 2,2 Sekunden weg. Das war ganz stark gemacht. Weiter hinten hatten wir noch einen kleinen Zwischenfall, den schauen wir uns direkt mal an. Dazu hier nochmal. Oh, das ist zu früh Gas gegeben. Und dann verliert er hier in der Spoon Corner sein Fahrzeug. Schön weg von der Strecke, so ist richtig. Ja, nichts passiert, weiter geht's. Haben doch so einige ihre Probleme hier auf der Strecke. Wir sehen es gerade, da steht der Nächste in der Gegend rum. Charlie Needham oder Needham. Schauen wir uns gleich mal an, was da passiert ist. Charlie Needham hier verliert auf dem Körb sein Fahrzeug und rodelt einmal durch die Botanik, hat aber Glück, dass er nirgendwo anschlägt. Weiter geht's. Er hat aber ordnungsgemäß ganz schnell von der Strecke. Ja. Viele eigenverschuldete Dreher und Ausritte heute. Scheint der Asphalt hier der Streckenbelag ziemlich schwierig mit den Reifen zu handeln. Timothy Vandenberge hier fährt ein tolles Rennen auf P5, allerdings nach vorn keine Chance. Halbzeit haben wir rum. 9 von 19 Runden. Sehr gut, Tommy, sehr gut. Schön konzentriert. Läuft super. Hier hinten die Gruppe um Keith Hörner. Alles beim Alten. Die Position 12 bis 18, 19, 20 rum. Fahren alle schön eng beisammen, aber niemand greift hier den anderen an. Aber wenn die zwei sich da hinten langsam miteinander beschäftigen, so. Mal schauen, vielleicht gibt es jetzt hier einen Angriff im Windschatten. Lucas Lodato versucht da rauszugehen und auch direkt dahinter. Miguel Morland geht jetzt hier direkt an Keith Hörner vorbei. Wow, wir haben es hier im Bild. Keith Hörner kommt jetzt ein bisschen ins Straucheln. Da hinten lauert auch Nicolas Acosta. Jetzt scheint hier doch ein bisschen Bewegung ins Feld zu kommen. Und jetzt gibt es hier vorne auch einen Angriff von Lucas Lodato. Geht hier nach innen, Robert Werzig außen. Die lassen sich hier genug Luft. Robert geht hier ganz weit und gibt sich hier Lucas Lodato geschlagen, stellt sich da hinten an, hat aber da auch fair mitgespielt. Jetzt ist auch direkt Miguel Morland hinten dran und vor den Jungs eiert da Charlie Needham rum auf P27. Der wird jetzt hier von dem ganzen Feld überrundet. Vielleicht bringt das ja jetzt zusätzlich ein bisschen Würze hier in den Fünfkampf rein, macht aber hier fair Platz. Oh, Tommy. Schade. Wir haben es gerade unten im Twitch gesehen. Tommy hatte hier einen kleinen Ausritt und ist auf den 9. Platz zurückgefallen hinter Daniel Galles. Oh, schade. Da schauen wir gleich mal, was da passiert ist. Wie geworden so zerronnen, ey. Und hier haben wir Thomas Silbernagel. Boah, heftig, oder? Uiuiui. Also das sah aber wild aus, ne? Wie da ein Silbernagel vorbeigeflogen kommt. Zu weit auf den Teppich gekommen, oder was das ist. Und dann hat das Auto quasi dann auf dem Körb aufgesetzt. Ja, und schlägt da Funken wie ja. Wild. Ne? Boah. Oh, sehr, sehr schade. Das ist jetzt ein kleiner Rückschlag für uns. Nichtsdestotrotz, P9 ist immer noch Spitze hier im ersten Split in dem Feld. Und das Rennen ist ja noch lange nicht zu Ende. Wir befinden uns in der 10. von 19 Runden. Jetzt fällt auch hier Robert ein bisschen zurück. Miguel Morland ist an ihm vorbeigegangen. Und Kostas Zafiris meldet hier Ambitionen an. Will jetzt hier an Nicolas Acosta vorbeigehen. Mal schauen, ob er es schafft. Anfahrt Schikane. Seite an Seite, da ist er auch vorbeigegangen. Sauberes Überholmanöver. Da hat der Niklas aber auch fair mitgespielt. Weiter hinten im Feld gab es den nächsten Zwischenfall. Wir schalten direkt hin. So, wir haben eine Bernd Dupont hier. Oh, das sieht nach... Eieiei. Ja, nach dem Startunfall hatte der total verboxt das Rennen. Da war der völlig aus dem Konzept. Ja.
Hier vorne an der Spitze gibt es nichts Neues zu vermelden, außer dass Jakob. Hier vorne an der Spitze gibt es nichts Neues zu vermelden, außer dass Jacob Reed jetzt 2,8 Sekunden Vorsprung auf Kimi Viljakainen und Ogier Tsahmaloa hat, der jetzt seinen Rückstand auf Kimmo aufgeholt hat und wahrscheinlich noch aufs Podest will. Hier auf P5 Timothy Vandenberge, ein Top-Rennen im Nirgendwo. Philipp Castellas auf P6 wieder angekommen, direkt hinten dran Barry West. Und danach fast 6 Sekunden Lücke zu Daniel Galles. Komm schon! Der dreht sich auch. Scheiße. Oh je, hier Tanzstunde in Suzuka. Hier gab es eine Doppelpirouette vom Tommy und seinem Kollegen. Was für eine Synchronpirouette. Tommy ist Tanzpartner, okay. Hier weit zurückgefallen. Daniel Galles ist jetzt hier auf P11 hinter Chris Roberts zurückgefallen. Oh, was ist denn los hier? Eieiei, es sieht so aus, als hätte unser Tommy sich hier erstmal heimlich auf den Streckenglas Offenbacher genehmigt. Der eiert hier darum, jetzt aber zusammenreißen. Boah, ey, die zwei sind jetzt 11 Sekunden weg. Und von hinten kommt Arnold Koch angeschossen. Vermute meine... Oh ja, hier ist es schön, ja. Das ist euer... Die zwei Helden am Start. Warte mal, Daniel Schulz, 3700. Dass wir einen starken Tanzpartner ausziehen. Aber ich bin nicht ganz so. Scheint auch ein Incident mitgenommen. Ja. Und auch Robert scheint jetzt hier ein bisschen ins Straucheln zu kommen, ist jetzt hier hinter Keith Hörner und Kostas Zafiris zurückgefallen, der hier dem Keith Hörner gleich erstmal hinten ein bisschen auf den Arsch gefahren ist und dann auf die Bremse getreten ist. Ein verkorkstes Rennen für Kostas, der ja eigentlich nach ganz vorne gehört. Wir haben jetzt hier ein bisschen über Halbzeit und jetzt scheinen hier die Karten neu gemischt zu werden. Außer ganz vorne, da ist alles beim Alten. Die vier Aliens fahren vorne weg und machen ihr eigenes Rennen. Aber auch hier hinten, im hinteren Feld gibt es schöne Kämpfe. Die Turner muss jetzt ganz schön abreißen lassen nach vorn. Inzwischen Miguel Morland 2,7 Sekunden Abstand rausgefahren. Und jetzt hat auch Alice Beiss den Rückstand auf die Gruppe wieder zugefahren und drängelt jetzt hinter Nicolas Acosta. Es hat heute zwar schon so einige Rutscher und Dreher gegeben, aber fast alle waren selbst verschuldet. Also ein relativ faires Rennen heute. Und da hinten auf P18 hat auch Joe Walker jetzt so langsam den Anschluss hergestellt. Nach hinten zu Paul Schwind auf P19 über 11 Sekunden. Den haben wir hier mal im Bild. Heute selten im Bild gehabt. Und Sebastian Starke hier auf P20. Wolfram Pfund inzwischen auf 21 zurückgefallen. Dann haben wir hier auf 22 Uwe Zielbauer. Auf 23 haben wir dann Tom Varos. Auf 24 Arthur Kocan. Der Sechstplatzierte ist in der Box gelandet. Oh, und wir hören es gerade, da gab es wieder einen gröberen Zwischenfall. Den schauen wir uns direkt mal an. Oh, der Philippe. So, der Philippe Gottschalk. Oh ja, der hat den Einschlag. Oh, der hat ein Rad verloren. Der ist aber auch so blöd auf die Ecke geflogen. Ja. Auf jeden Fall. Die arme Sau. Und damit rückt auch unser Tommy wieder einen Platz nach vorn und hat seinen Ausritt schon fast kompensiert. Super schön konzentrieren. Hinterm Tommy Arnold Koch fährt heute ein Top-Rennen, hat sich still und heimlich von hinten nach vorne durchs Feld gearbeitet und leistet sich keine Fehler. Dann haben wir ja auf Chris Roberts auf P9 inzwischen in den Top 10 angekommen, auch super. Und hier Keith Hörner scheint hier sukzessive immer mehr zurückzufallen. Kämpft hier mit Nicolas Acosta. Man sieht hier auch die Beschädigung an seinem Auto von dem Unfall am Anfang. Und jetzt kann sich hier auch Nicolas durchsetzen. Keith kommt da ganz schön ins Straucheln, geht hier übers Grün, die Räder dreckig. Oh, und da schmiert er ab und räumt hier noch Alice Beiss mit ab. Passiert. Keith Hörner. Das war sicher keine Absicht. Oh, schade. Und hat noch Alice Beiss mitgenommen. Keith Hörner hat hier aber auch so ein Pech, das schauen wir uns direkt gleich mal an. Hinter dir. Keith Hörner mit Folgeschaden segelt hier ab. Dem fehlt der komplette Seitenkasten. Oh nein! Wow! Das war das, was ich gemeint habe. Wer ist da reingekracht? Alice Beiss. Ja, hier, der schreibt schon. Boah, da haut er den da weg. Ja. Und der bleibt auch an so einem... Die waren eh schon am Ende da des Feldes. Eieieiei. Da scheint Alice Beiss verstimmt zu sein. Hier vorne jetzt Ogier Tsahmaloa hat Kimmo Viljakainen überholt und sich den dritten Platz geschnappt. Und wir hatten noch mehr Zwischenfälle. Oh, mein linker Fuß tut weh. Noch 5 Runden. Oh, Wolfram, was machen Sachen? Bist du zu schnell aus der Kurve raus?
dreht sich ein, rollt aber vernünftig hier von der Strecke runter und weiter geht's. Ja. Jetzt geht's hier aber gegen Ende des Rennens nochmal richtig rund. Wir hatten noch einen Zwischenfall, den wir uns direkt mal anschauen. Kostas Zafiris. Oh, und dieser war hier. Oh nein, du aber, guck mal jetzt mal hier, das ist doch keine Stelle zum Überholen, ey, das ist doch scheiße. Ey, das ist vollkommen, das ist doch vollkommen klar, dass dem die Straße ausgeht, Ende der Kurve, ey, das ist doch scheiße. Ich sag ja, der Keith Hörner hat nur Pech, aber in jedem Rennen. Ja. Zum Glück kann er weiterfahren, Auto beschädigt. Verrückt, was hier auf einmal im Rennen los ist. Bernd Dupont hatte auch gerade noch mal einen Ausbruch und wir hatten noch einen Zwischenfall, während hier Ogier Zabaloa mit Kimmo Viljakainen kämpfen muss. Oh, hier, jetzt fahren sich fast in die Kiste. Tropisches Manöver, Kimmo wieder auf P3 nach vorne gegangen. Tom Varos hier, oh, der dreht sich auch weg. Oh, oh, stellt sich da auch hin. Oh, das sollte aber dann gewesen sein. 1000 Rating. Da, guck mal, hinten rechts das Rad. Oh, voll, ja, voll kaputt. Weggeknickt. Guck mal, wie der fährt. Jetzt hier gegen Ende des Rennens, aber nochmal so richtig rund. Timothy Vandenberghe bekommt hier von all dem überhaupt nichts mit. Ein tolles Rennen. Auch Barry West inzwischen auf dem sicheren 6. Platz. Nach vorne und hinten mehr als reichlich Luft. Zum Tommy nach hinten fast 12 Sekunden. Und es gibt den nächsten Zwischenfall. Charlie Needham. Was macht Guck der? Guck mal auf den sein Rating. Er hat 300. Uiuiui. Also 300, das ist ja schon, das ist ja, Rookie ist ja 1000, oder? Mhm. Ne, Rookie fängst an, ich glaube, man beginnt mit 1500. Oh Mann, ey. Hier haben wir mal Chris Roberts im Bild auf einem sauberen 9. Platz. Lukas Lodato stellt da aber von hinten noch Ansprüche und will jetzt wahrscheinlich an ihm vorbei. Auch wieder ein sauberes Rennen von Chris heute hier. Im ersten Split in den Top 10. Das gibt satte Punkte für die Meisterschaft. Ich denke mal, Chris wird dieses Jahr einer der Konkurrenten vom Tommy sein. Oh, und wir sehen es da gerade an der Seite. So langsam füllt sich die Boxengasse. Wir hatten den nächsten Zwischenfall. Der nächste hat sich hier aus dem Rennen verabschiedet. Das schauen wir uns gleich mal an. Kostas Zafiris verabschiedet sich ja endgültig nach diversen Zwischenfällen. Bom, alter Vater, ey. Feierabend, da lockt er sich auch aus. Oh, auch hier hinten hat sich jetzt das Feld ganz schön auseinandergezogen. Niklas Acosta vor Joe Walker und Robert Simpkins inzwischen auf den 15. Platz zurückgefallen. Das ist heute auch nicht Roberts Rennen. Im ersten Rennen der Saison ist Robert noch im Topsplit mitgefahren. Da gab es ja eine Vorqualifikation und da wird er wahrscheinlich eine sehr gute Qualifikation hingelegt haben. Die Plätze 16 bis 19 fest in deutscher Hand. Hier haben wir mal deutsches Duo auf den Plätzen 17 und 18, Sebastian Starke und Wolfram Pfund und dann auf P19 Uwe Zielbauer, ein ziemlich einsames Rennen, aber kaum Zwischenfälle heute von ihm gesehen. Und Tommy überrundet jetzt hier Bernd Dupont, der gerade in der Box war und seine Durchfahrtsstrafe abgesessen hat. Tommy und Arnold, auch zwei Deutsche, haben wir heute massives deutsche Beteiligung im Rennen. Ja. Der Abstand zum Arnold ist ziemlich gering. Da kann sich Tommy keine Minute ausruhen. Ogier Zabaloa, der Viertplatzierte, muss abreißen lassen. Und der Nächste stellt sein Auto ab. Keith Hörner hat hier endgültig Schluss gemacht. Und Lukas Lodato hat jetzt hier Chris Roberts überholt und ist auf P9 nach vorgegangen. Chris Roberts P10, immer noch ein mega top Ergebnis hier im ersten Split. Nächster Zwischenfall. Oh, Wolfram Pfund. Ah! Oh, der hat das Auto verloren. Ah, Wolfram, deshalb. Vermisst du nix? Ja, Rad abgerissen. Das war schon beim Schummi so. Oder war das erste Scheiße? Muss man sagen, sehr, sehr viele Un- und Zwischenfälle hier in der zweiten Hälfte des Rennens. Unser Tommy hatte ja auch schon so den ein oder anderen Ausritt, hält sich hier aber immer noch auf einem absoluten Top 7. Platz. Wenn er das ins Ziel bringen würde, das bedeutet P2. In der F2-Wertung hier im Rennen, das gibt massiv einen Schub nach oben. Juho Reiner führt das Feld inzwischen mit über 3 Sekunden vor Jacob Ried an, der ja auch einen massiven Vorsprung hat. Da vorne wird nichts mehr passieren. Juho wird jetzt gleich die 17. von 19 Runden eröffnen, das heißt, wir haben noch ungefähr 3 Runden zu gehen. Oh,
oh, jetzt muss Tommy nochmal um seinen 7. Platz zittern. Arnold Koch hat jetzt seinen Rückstand komplett wettgemacht und ist ganz dicht dran. Der lauert nur auf den kleinsten Fehler. Ein wirklich starkes Rennen heute vom Arnold, absolut fehlerfrei. Das wird jetzt hier die letzten drei Runden noch ein heißer Tanz für Tommy werden. Und es gab weiter hinten die nächsten Zwischenfälle, die wir uns unbedingt mal anschauen müssen. Nicolas Acosta hier, Vorsicht! Das ist bestimmt hier der Bruder vom Moto2-Weltmeister Pedro Acosta. Meinst du? Auf jeden Fall ist er hier viel zu schnell in die Kurve gegangen, segelt hier ins Kies, macht einen 360 und weiter geht's. Reifen ganz schön dreckig bestimmt. Und auch Chris Roberts hatte da einen Zwischenfall, den wir uns gleich mal anschauen müssen. Wir sehen, er ist auf P11 zurückgefallen. Chris Roberts. Dann einfach mal ein bisschen zu viel Gas gegeben und rups, geht das Auto rum. Hat sich in der Löffelkurve gelöffelt und dann noch gleich einer hinterher. Wow. Der ist einfach. Da war Daniel Gallis wieder mit beteiligt, hatte sich einen neuen Duettpartner hier gesucht und ist hier bis auf B12 zurückgefallen. Völlig unbeeindruckt von allem fährt hier Timothy Vandenberge den F2-Sieg entgegen. P5 im ersten Split, das ist doch mal hammermäßig. Verweist hier sogar Barry West auf P6, der hier zu den Profis zählt. Dahinter Tommy konnte sich jetzt wieder ein kleines bisschen vom Arnold Koch befreien. Ein bisschen mehr als zwei Runden muss er noch aushalten, dann hat er es geschafft. P7 hier im ersten Split, das ist ein Hammerergebnis. Und der zweite Platz in der F2-Wertung, wohlgemerkt. Nur Timothy Vandenberge vor ihm. Arnold Koch wird dann heute P3 in der F2-Wertung einfahren, falls hier nicht noch Gröberes passiert. Ogier Zamaloa hat jetzt hier den Anschluss verloren. Hinter Ogier, das ist ein überrundeter Arthur Kocan. Die Jungs werden jetzt gleich die letzte Runde eröffnen. Wir haben hier unseren führenden Juho Reina. Die letzte Kurve, dann geht es hier in die letzte Runde. Ein blitzsauberes Rennen. Pole Position. Schnellste Rennrunde. Schauen wir mal, wer die sich holt. Liegt Juho Reina bis jetzt vorne. Eine 1,47443. Wahnsinn. Mal schauen, ob die in der letzten Runde noch irgendjemand überbieten kann. Jacob Ried hinter ihm ist nur ein paar Zehntel langsamer gefahren. Dafür hat Kimmo Viljakainen seine Reifen in der letzten Runde geschont. Vielleicht macht der ja noch einen Angriff auf die Bestzeit hier in der letzten Runde. Tommy hat zwar keinen soliden, aber dafür einen leichten Vorsprung. Und Robert hier auf P14, mittelprächtig. Chris Roberts, für den gibt es eine Menge Punkte. P11 ist top solide hier in so einem Split. Da werden wir nach dem Rennen direkt mal einen Blick auf die F2-Meisterschaftswertung werfen. Hier hinten die deutsche Fraktion, Paul Schwind vor Sebastian Starke und Uwe Zielbauer. Aber Sebastian Starke hat da auch noch nicht aufgegeben. Nächster Zwischenfall. Ach du Scheiße, wer ist das denn hier? Wer kommt denn da noch mit angeflogen? Der Bernd, ja. Ach, die fliegen da auch zu zweit raus da. Ja, die sind mit euch im Wettstreit. So. Aber eure war irgendwie synchroner. Da gab es ja heute so einige Pirouetten im Duett. Eine echte Tanzstunde heute hier. Juho Reina, der beste Tänzer hier auf dem sehr schlüpfrigen Parkett. Die letzten paar Meter. Und auch Jacob Ried hier raus seinem sicheren zweiten Platz entgegen. Die beiden da vorne haben zu keiner Zeit irgendwelche Diskussionen aufkommen lassen. Kimmo hat es zwischendrin mal kurz spannend gemacht, als Ogier Zamaloa an ihm vorbeigegangen ist. Letzte Mal Schikane, dann gibt es nur noch eine leichte Kurve. Die letzten Kurven für Juho Reina. Einen ganz herzlichen Glückwunsch. Absolute Top-Leistung. Juho Reina gewinnt hier vor Jacob Ried. Danke. Und dahin kommt dann auch P3 und 4. Kimmo will ja keinen vor Ogier Zamaloa. Und dann eine Riesenlücke zu Timothy Vandenberge, der hier auf P5 ins Ziel kommt. Vor ihm ein paar Überrundete, Charlie Nettham. P5 bedeutet auch Sieg in der F2-Wertung. Einen ganz herzlichen Glückwunsch geht hier an Timothy Vandenberge. Ein Top-Rennen ohne irgendwelche erkennbaren Fehler. Hier haben wir auf P6 Barry West auch ein relativ solides Rennen hingelegt und dann warten wir auf unseren Tommy, der jetzt hier um die Ecke geschossen kommt. Platz 7, ein Sahneergebnis und mega viele Punkte. Tommy, Glückwunsch. Dahinter dann Arnold Koch. Einen ganz herzlichen Glückwunsch. Super, P7. Klasse. Darf ja, leider nicht fehlerfrei. Wäre mehr drin gewesen. Ja,
Sechster vielleicht wäre Sechster. Ja, ja, ich denke auch. Ja. Barry hättest du gehabt vom Setup her. Halt zwei Fehler gemacht, aber ansonsten super. Nice race, guys. Thank you. Ein absolutes Top-Resultat von Tommy. Super gemacht. Boah. Ja, Barry West. Was hat denn der für ein I-Rating? Kannst du mal gucken? Barry. Die Zuschauer wissen schon, Barry ist Profi. 3500. Also F1-Fahrer. Ja. Es ist nur Timothy Vandenberger vor dir gelandet. Er fährt aber eher sporadisch, also der fährt nicht jedes Rennen. Das Gesamtergebnis des Rennens haben wir oben mal eingeblendet. Aber das war, das müsste ganz, ganz viele Punkte bringen. Oh, ich muss jetzt gerade mal gucken. Da ist einer, wie heißt der? Driver, hallo, sorry for bothering you. I wanted to offer promotion of your channel. Weavers, Vowels, Views, bla bla bla, Chatbots. Etc. The price is lower than other competitor. Kann man den Typen sperren? Ich will ja keine Leute, die... Und oben haben wir mal den Zwischenstand in der F2-Meisterschaft. Nutzer sperren. Tschüss. Ihr seht, Tommy hat da die Führung übernommen. Oh. Was habe ich? Danke. Und wie ich vermutet habe, ist ihm Chris Roberts auf den Fersen. So, ich will ja keine Chatbots auf meinem... Kanal, mir reicht, wenn einer zuguckt. Timothy Vandenberger hat sich hier mit einem Rennen schon auf den dritten Platz katapultiert. Hut ab, ja. Das wird sicher auch ein harter Gegner diese Saison. War echt nicht. Ja. War ein bisschen langweilig, aber. Sicher aber für unsere Zuschauer nicht. Ja, soll man sagen, so, ne? Das ist hier. Der Kollege hinter dir, das war der. Dein Duettpartner. Es gab ja so einige wunderschöne Tanzeinlagen heute. Okay, ach so, okay. Ja, ich bin mal auf die Übertragung gespannt, so, ne? Ja. Weiß nicht, hast du da mal reingeschaut zwischendurch, oder? Ich mache hier die Videos, da habe ich keine Zeit für irgendwas. Ihr wisst ja, da das Rennen hier der erste Sprint war. Der Barry West schreibt mir hier. Wurde das Rennen international von GSRC übertragen? Schreibt mir Good Race. Ja. Aber so zwei Dreher hintereinander, da merkst du nix, ey. Ihr habt gesehen, das halbe Feld hatte heute Schwierigkeiten. So. Der Asphalt heute ziemlich warm und rutschig gewesen. Ja. So, kann ich den hier irgendwie jetzt hier melden? Da. Text kopieren, Nachricht löschen, weg. Ja, wie sieht's aus? Super. Dankeschön. Und auf unserer kleinen Japan-Tour geht's hier als nächstes nach Fuji. Da haben wir es ja nicht weit. So, was habe ich denn hier? PM User, Driver. To you, was sagt er? No one driving this car. PM User, to you. Ich habe leider hier deinen ersten Dreher. Da war ich gerade woanders. Beim heißen Kampf. Hab das leider nicht mitgekriegt. Nichts für ungut, wir verabschieden uns jetzt mal von unseren Zuschauern. Super Auftakt in die neue Saison, die ersten beiden Rennen. Schade, dass Björn nur sporadisch mitfährt. Dafür greifen wir dieses Jahr richtig an. Dann verabschieden wir uns mal von allen Zuschauern, wünschen allen alles Gute und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ciao, ciao. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Was soll ich sagen? Ein tolles Ergebnis für unseren Tommy mit jeder Menge Punkte, die ihn an die Spitze der Meisterschaft gebracht hat. Ein vielversprechender Auftakt der Saison. Schauen wir mal, wie es so weitergeht. Ich hoffe, ihr seid demnächst auch wieder dabei. Würde ich mal sagen, macht's alle gut und wir sehen uns dann in der Woche wieder. Bis dahin, ciao! Ein
Zeitfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Und die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.